Im heutigen Video öffnen wir diese Top-Trainer-Box von dem Schwert- und Schild-Set Kampfstile. Ja, ältere Box. Wir schauen nochmal zusammen rein. Ich finde es immer ganz cool, wenn wir so ein bisschen Abwechslung in den Boxen haben. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie immer haben wir hinten so eine Informationsgrafik. Könnt ihr natürlich gerne das Video kurz pausieren und durchlesen, wenn ihr wollt. Da sieht man auch, was in der Box drin ist, aber das werden wir uns natürlich nochmal genau anschauen. Ich dachte mir, wir machen heute mal wieder was anderes als immer das Gleiche und gehen ins Set Kampfstile. Das ist ja auch schon mittlerweile ein bisschen älter, hat, glaube ich, 3-4 Jahre auf dem Buckel mittlerweile. Ist auch ein Set, was tatsächlich gar nicht so extrem beliebt war. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Vielleicht, weil es viele auch geskippt haben wegen dem Hype damals und dann zum Geld sparen, weil Farbenschock und Glänzendes Schicksal waren ja ziemlich gehypt und Kampfstile ist dann so ein bisschen abgefallen. Hier haben wir auf jeden Fall Forens und Giftmarken, wie immer. Würfel im stylischen Rot gehalten. Hier noch Kartentrenner mit Vola Uzu. Dann Energiekarten wie immer. Ein Code, der das Ganze im Live-TCG freischaltet, beziehungsweise damals noch im Online-TCG. Die Sleeves mit Vola Uzu. Und dann haben wir natürlich auch 8 wunderschöne Booster vom Set Kampfstil. Genau, damals waren es noch 8 in den Hauptboxen, dafür 10 im Sonderset. Heute ist es 9-9. Hat man sich irgendwie angeglichen. Gutes Deutsch an der Stelle. Wir gehen direkt rein, würde ich sagen, und nebenbei erzähle ich ein bisschen. Genau, also Kampfstile ist so ein bisschen das Paradox Rift gewesen des Schwert- und Schildzyklus. Bei Paradox Rift war es ja so, dass wir neue Typen gekriegt haben jetzt in Karmesin Purpur mit dem Vergangenheits- und Zukunftsform, genau so. Und hier hatten wir halt 2 Kampfstile. Wir hatten den fließenden und den fokussierten Angriff, eigentlich im Prinzip das gleiche. Hier sieht man auch eine fokussierte Angriffskarte, auch da so ein Stamp, wie bei uns jetzt auch. Allerdings nicht dieses coole Doppellayout, wo man hier auch an der Seite noch sieht, was für einen Typen sich handelt. Das haben sie natürlich sehr cool gemacht jetzt im neuen Set. Ansonsten gab es hier zum ersten Mal im Schwert- und Schildzyklus auch Illustration Wares, also alternative Artwork-Karten damals noch. Ich hoffe, dass wir da was ziehen können. Das wäre sehr nice. Aber mal gucken. Galapantimos haben wir schon mal in Reverse und Monte Carbo in Holo. Das heißt schon mal ein kleiner Hit, denn Holo war auch nicht immer garantiert. Das Holo-Foil damals mit diesen Stäbchen, die so horizontal, vertikal, also so angeordnet waren, ihr seht es ja hier. So ein bisschen wie von Schwarz-Weiß, nur gedreht einmal um 90 Grad. Auch ein sehr schönes Holofoil, finde ich persönlich. Auf jeden Fall besser als die langweiligen Holofoils, die wir im Moment haben. Weiter geht's dann mit dem nächsten Booster. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, wenn wir so auch mal mischen. Also nicht nur immer die aktuellen Sets als Videos bringen, sondern auch mal ältere, ob ihr das gut findet. Ich persönlich bin eigentlich ein Fan davon, weil ich mag Abwechslung auch mal wieder. Ich denke mal, zum Gucken ist auch wieder spannend, so ein älteres Set zu sehen, was da so damals ging. Spielbar ist es natürlich nicht mehr, deswegen für Spieler wahrscheinlich weniger interessant, zumindest nicht im Standardformat. Ja, Elektrik haben wir da, cooles, böses Artwork an der Stelle. Ansonsten bleibt mir zu sagen, ja, am Montag habe ich ja Geburtstag. Das bedeutet, dass wir Montag nicht streamen. Normalerweise mache ich am Montag immer einen Stream auf Twitch oder YouTube. Unter Video natürlich alles verlinkt. Deswegen machen wir Dienstag einen Stream. Wishu und InfernoPod in Regular Wear. Dienstag machen wir einen Stream und da öffnen wir dieses wunderbare Display von Entwicklung in Paldea nochmal im Livestream. Das habe ich mir gegönnt als kleines Geburtstagsgeschenk für mich selbst. Wir werden schon ein paar andere Booster geöffnet und ein paar kleine Giveaways abgegeben. Deswegen gerne Dienstag 20:30 reinschauen hier auf dem YouTube-Kanal und ein bisschen Spaß mit uns haben. Bin gespannt auf heute einen Hit ziehen. Wäre ziemlich nice, weil für die Sammlung von Kampfstile fehlt natürlich noch einiges und ein paar coole Hits können auch in diesem Set enthalten sein. Waggon. Könnt ihr gerne natürlich mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Kampfstile findet, ob ihr Kampfstile gesammelt habt oder sammeln wollen würdet. Bronze finde ich auch sehr cooles Artwork mit der Blumenwiese. Ich weiß nicht warum, aber ich mag es. Knuffenser, einsam im Wald. Nochmal das böse Elektek. Dann haben wir Skorgler. Dann haben wir die fokussierte Angriffsenergie, eine der undankbarsten Weavers-Karten, die man so kriegen kann in dem Box, in dem Set, weil die gab es als Promo-Beilage in den Boxen. Oh, wir haben Hit. Victini V-Max. Nice. Das Feuer-Pokémon als V-Max-Form. Sehr cool. Erster Hit. Nehme ich super gerne mit. Ihr wisst es, ich bin nicht der größte Fan von V-Max-Karten, aber Victini sieht noch einigermaßen cool aus, finde ich. Deswegen nehme ich das gerne mit. Glaube aber auch, dass die dann doppelt ist und ein Tauschort da landen wird. Vielleicht ist da sogar schon eins drin. Ich weiß es gar nicht so genau. Ja, Booster auf jeden Fall eine angenehme Zahl. Ach ja, bei Kampfstil, was ich noch sagen wollte, gab es auch 2 Top-Trainer-Boxen für jeden Stil. Eine, sprich einmal mit dem fokussierten Vola Uzu und einmal dem fließenden Angriffs-Vola Uzu. Genau, Vola Uzu war ja auch das Pokémon aus dem ersten DLC, was quasi hier thematisiert wurde. Genau wie jetzt bei Paradox Rift ja quasi... Oh, ja, das DLC nicht so richtig. Stimmt, DLC nicht, aber die Paradox-Pokémon. DLC wird auch im 5. Set von Karmesin Purpur thematisiert, wo dann auch die Vergangenheitsform und die Zukunftsform von Entei, Suicune und Raikou und die Zukunftsform von Terrakium, Viridium und Cobalium kommen, genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Kommt ja auch bald raus. Fließende Angriffsenergie. Auch die Energie ist genau wie die fokussierte Angriffsenergie als Promokarte in der Box enthalten gewesen. Na toll. Und ein Victini. Nice. Dann können wir unsere Victini V-Max jetzt sogar spielen. Schöne Karte mit der V-Kugel und dem Flackerschuss. Ich mag das Artwork sehr gerne. Und der schwarze Rahmen war ja damals nach den Gigs-Karten auch ein ziemlicher Bruch und eine Abwechslung. Ich mochte ihn eigentlich ganz gerne.
Aber ich mag auch jetzt die EX-Karten aus Kamsin Pupo recht gerne. Wenn man mich fragen würde, welcher mein Lieblingstyp wäre, könnte ich das, glaube ich, gar nicht beantworten. Hier mal ein Code für euch. Vielleicht will jemand noch einen TCG-Live-Code für einen Kampfstil einlösen, um Karten für Expanded-Format zu kriegen oder so. Dann kann er das natürlich gerne machen. Dann mal den EP-Teiler. Nochmal einen fließenden Angriffsenergie. Notuska. Gladiantri. Tragosso. Das ist auch ein sehr schönes Artwork. Habe ich früher sehr oft gesagt. Mittlerweile habe ich das Set ja nicht mehr lange Zeit nicht mehr geöffnet. Kapu. Toro und Flambirex Holo. Nächster Holo Pull mit dem Feuerstarter aus der Schwarz- und Weiß-Region in letzter Form. Drei Booster noch zu gehen. Wir haben jetzt schon vier Hits mit zwei Holos und einer Pound, einer Powermax. Also eigentlich sind wir hier sehr gut bedient, aber ist natürlich nicht noch kein Hit dabei, den man ziehen will. So eine Full-Art-Karte, eine alternative Artwork-Karte oder sowas wäre natürlich noch ziemlich nice. Aber bei acht Boostern natürlich auch auf keinen Fall garantiert. Okay, ist ja eh nie was garantiert im Pokémon-TCG. Das muss man. Das denke ich, sind wir uns alle im Klaren, wenn wir hier Booster öffnen, dass alles auf Glück basierend ist. Kikugi, Blumkiefer, Durengard als Reverse, nice. Und ein Rasaf als Regular Rare. Vorletzter Booster mit Empoleon. Genau, alternative Artwork-Karten gab es hier von den Vulauzus. Empoleon, glaube ich. Despotar war, glaube ich, auch hier drin. Die ziemlich nice war, die Karte. Also schon ein paar sehr coole Karten waren auf jeden Fall hier drin. Antonia. Und noch ein paar schöne Fuller-Trainer-Karten. Ja, Antonia war drin als Fuller-Trainer. Oder Raisa, auch sehr schöne Karten. Ich weiß gar nicht, wie der Stand der Sammlung ist. Ich denke mal, das werden wir irgendwann ja sehen, wenn ich zu den Sammlungsvideos von Schwert und Schild komme. Als nächstes fängt jetzt Sonne und Mond an. Nur Black Regular Rare, das will man natürlich nicht haben. Und Last Pack Magic. So, Leute, drückt nochmal die Däumchen. Das wäre sehr nice, wenn wir hier doch irgendwie was Gutes ziehen könnten. Und wir starten rein mit noch einem Code für euch. Viel Spaß. Einmal Karma anheizen. Wenn ihr was Gutes zieht, schreibt es gerne in die Kommentare. Bin gespannt, ob die Codes überhaupt eingelöst werden. Ich müsste vielleicht bei euch alle alten Videos durchgehen und gucken, ob noch Codes offen sind. Perkokel, Kerada, Waggon, Xiao, Electic. Ich meine, früher gab es immer diese Kommentare unter den Videos. Please show codes und sowas. Das gibt es auch lange nicht mehr. Scheinbar sind die Codes nicht mehr so beliebt. Quabble in Reverse und der Abschluss mit Mantidea in Regular Rare. Ja, letzter Booster, leider kein Hit, aber wir sind hier auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht rausgegangen. Wir hatten vier Hits quasi, wenn man die Holo mitzählt. Flamdirex Holo, Monte Carbo Holo, Victini V und Victini V Max. Vier solide Hits. In einer 8-Booster-Box ist auf jeden Fall eine gute Ausbeute. Nichts dabei, was man natürlich unbedingt gerne ziehen wollen würde. Sag ich mal so als Money-Card oder so, als wichtiger Bestandteil der Sammlung. Aber 4 Hits ziehen ist immerhin schon mal sehr gut für eine Box. Denkt dran, Dienstag 20:30 Livestream, wo wir Entwicklung in Paldea ein Display öffnen. Quasi mein After-Geburtstags-Livestream, weil mein Geburtstag selbst bin ich im Phantasialand am 22. Januar. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben lassen. Würde mir sehr helfen und mich sehr freuen. Könnt natürlich auch sonst gerne konstruktive Kritik in den Kommentaren äußern, wenn ich irgendwas besser machen kann. Bin ich auch immer für alles offen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, Stream oder was auch immer wieder. In dem Sinne, tschüss, bis dann, euer Marcel. Ciao, ciao.